drüber. Ja, das ist oben drüber? Genau. Vorne. Vorne. Wie sieht es hinten aus, Christian? Ich habe mich jetzt einfach vor der Abstand gedreht. Ja, jetzt haben wir die Scheibe eingeschlagen, das war uns jetzt ein bisschen zu. Die geben trotzdem alle Gas. Yeah.
Seite irgendwo eine Lüftungsschicht kriegen. Meinetwegen auch da in der Laderampe. Ich auch. Und wenn die Lüftung einmal durch, dass es da aufzieht. Wollt ihr also euer nehmen? Ja, wir nehmen jetzt hier unseren vom Türöffner. Okay. Habt ihr also vielleicht Personal, was ihr das für die Geschäfte machen könnt? Ja, das ist kein Thema. Dann zwei Mann raus. Oder ihr nehmt euren, das ist natürlich einfach. Die können sich mit euren Gerät aus. Alles gut. So, alle da?
herzlichen Dank. Erstmal möchte ich euch alle begrüßen. Einmal im Jahr müssen wir so eine Probe machen oder irgendeinen komischen Ausbildungstag. Danke für die Einladung. Wir haben uns diesmal für eine Alarmübung entschieden. Herzlichen Dank, ich wollte nur erstmal gerade sagen, wie der Söhne irgendwas Geld vorweisen. Also, Tell hatte sein Gebäude zur Verfügung gestellt. Ulf hat es, glaube ich, auch irgendwann schon mal in Erwägung gezogen, dass wir da mal irgendwas machen, weil die Brandmeldeanlage relativ neu ist, das Objekt neu ist. Wir wollten es einfach mal ausprobieren. Ein Objekt zu finden, wo wir vier Züge gleichzeitig natürlich einsetzen, ist natürlich auch immer so ein bisschen das Problem. Deswegen sind wir dann hier auch gelandet.